Willkommen bei Technik und Motor auf eine neue E-Klasse. Wir sind hier in Andau in Österreich, nahe der ungarischen Grenze. Hinter mir steht die neue E-Klasse. Das ist die 11. Generation, gerechnet seit nach dem Krieg. Gerd Seiler, der Projektverantwortliche von Mercedes-Benz für die E-Klasse, wird uns jetzt etwas über die neue E-Klasse erzählen. Herr Seiler, was ist alles neu? Bei der Entwicklung war uns sehr wichtig, dass wir die Stärken der E-Klasse, die traditionellen Stärken, weiterentwickeln. Fahrkomfort, Geräuschkomfort, das ist uns gelungen. Es war uns zusätzlich wichtig, dass wir Innovationen ergänzen und die finden vor allem im Bereich der Digitalisierung statt mit unserer neuesten Generation MBUX. Und wie sieht das mit dem Motorenangebot aus? Wie viele Motoren kann der Kunde wählen? Das war ja früher immer eine der großen Stärken. Es gab so viele Motoren, schon beim Strich 8. Wie ist das heute? Also es gibt ein breites Spektrum an Motoren. Das Wichtigste ist vielleicht vorab, wir sind alle elektrifiziert. Wir haben Mild-Hybriden, wir haben die Plug-in-Hybriden, also alle Fahrzeuge sind hybridisiert. Wir haben Vierzylindermotoren und Sechszylindermotoren, Diesel als auch Benziner und es sind in Summe 7 Stück. Es gibt auch Allradantrieb praktisch für alle Motorisierungen. Und ums Schalten muss man sich ja schon ganz lange nicht mehr kümmern. Das nicht. Wie im Vorgänger werden wir hier die Automatik in Serie anbieten. Und die hat wie viele Gänge? Die hat 9 Gänge. Meine Kollegin und ich sind eben schon mit genau diesem Auto hierher gefahren, von Wien aus. Wir hatten 87% Batterie. Wir haben im Schnitt 2,2 Liter Benzin nur verbraucht und 14,3 Kilowattstunden Strom. Das finde ich einen sehr guten Wert. Also erstmal das Wichtigste vorab. Wir bieten auch den Otto und den Diesel als Plug-in-Hybrid. Wir haben einen elektrifizierten Antriebsstrang, der für beide Baureihen oder für beide Motoren derselbe ist. Wir haben knapp über 100 Kilometer Reichweite mit einer Batterie, die hat im Nutzen ungefähr 19 Kilowattstunden, verbaut sind 23 Kilowattstunden Batterie. Es ist sehr vergleichbar mit dem Antriebsstrang der C-Klasse. Und man kann schnell laden, was man ja normalerweise nicht kann mit einem Plug-in. Genau, also es gibt AC-Laden, was mit den 11 kW normalerweise lädt und es gibt das Schnellladen, DC-Laden mit bis zu 55 Kilowattstunden. So schön die Möglichkeit auch ist, rein elektrisch zu fahren, einen kleinen Nachteil muss man für diese Doppeltechnik, also Elektromotor und Verbrennermotor, natürlich doch in Kauf nehmen. Der Kofferraum ist nämlich etwas kleiner. Herr Seiler, wie viel kleiner ist denn der Kofferraum? Also der konventionelle Verbrenner hat 540 Liter Kofferraumvolumen. Hier dieser Plug-in-Hybrid hat 370 Liter Kofferraumvolumen. Ich glaube, dass das Wichtige ist dabei, wie ist es nutzbar? Und wir haben bei beiden Fahrzeugen eine ebene Ladefläche. Das heißt, wenn man die Rücksitzbank umlegt, hat man keine Stufe. Und wenn wir schon jetzt beim Kofferraum sind, wer noch mehr Kofferraum will, der bekommt ja dann alsbald auch die neue T-Klasse, also den Kombi von der E-Klasse. Der kommt, glaube ich, kurz danach. Genau, der kommt kurz nach der Limousine. Und die Limousine startet wann? Die Verkaufsfreigabe ist im späten Sommer und die Markteinführung im Herbst. Und die Preise werden ein bisschen ansteigen wahrscheinlich. Das Fahrzeug wird ein bisschen mehr Ausstattung bekommen und die Preise werden entsprechend angepasst. Aber es kann ja auch viel mehr. Hinterachslenkung gibt es jetzt ja auch oder gab es sie vorher schon? Die gab es vorher noch nicht. Die führen wir jetzt in der E-Klasse erstmalig hier ein mit bis zu 4,5 Grad Winkel. Und das Schöne ist, dass es zum einen hilft in der Agilität. Das heißt, bei schnellerem Fahren macht das Fahrzeug einen viel mehr Spaß, einen agileren Eindruck. Und es hilft beim Parken. Man kann den Wendekreis des Fahrzeugs ungefähr um 1 Meter verkleinern. Wir stehen jetzt hier vor einem Auto mit Zentralstern, das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Aber es gibt nach wie vor auch Autos, wo der Stern oben drauf ist. Ja, das ist richtig. Wir haben die Exclusive Line mit einem konventionellen Grill und einem stehenden Stern. Das heißt, wenn ein Kunde genau dieses Bild will, kann er es sich kaufen. Wie viele Lines gibt es? Avantgarde? Es gibt den Avantgarde, es gibt die Exclusive Line, wie gerade angesprochen, und es gibt die AMG Line, die wir hier auch sehen in dem Fahrzeug. Und was unterscheidet die AMG-Line von den anderen? Ein paar Beispiele. Es ist in erster Linie die Optik. Der Stoßfänger ist ein komplett eigenständiger. Das gilt für vorne als auch von hinten. Es gibt die Seite, sieht ein bisschen anders aus. Und im Interieur hat man auch mehr sportliche Akzente. So, jetzt haben wir kurz das Interieur erwähnt. Wir haben noch gar nicht über die Größe des Fahrzeugs, über die Länge gesprochen. Ist die neue E-Klasse eigentlich größer als die alte? Die E-Klasse ist in der Gesamtlänge gleich geblieben. Der Radstand hat sich aber etwas verlängert von circa 2 cm. Und die kommen auch fast 1:1 im Fond an. Ja, das haben wir ausprobiert, eben auf unserer kleinen Probefahrt von Wien hierher. Ich habe mich auch mal hinten reingesetzt. Man kann da sehr gut sitzen.
Das kann man allerdings auch von einem 4,95 Meter Auto erwarten. Wir erinnern uns, der berühmte Strich 8, einer der Vorgänger der E-Klasse, der war ja nur 4,78 Meter lang. So, jetzt fahren wir noch ein paar Meter mit der neuen E-Klasse und so ein neues Auto hat natürlich keinen Schlüssel mehr, sondern ein Smartphone. Damit hab ich die Verbindung zum Auto. Das Auto erkennt mich und das Smartphone, innenliegende Türgriffe, hier drauf drücken, dann kommen sie raus. Und dann kann man einsteigen und die Fahrt kann beginnen. Wir sitzen hier in dem Plug-in-Hybrid 300e. Der war eben das Auto, vor dem ich mit Herrn Seiler gesprochen habe, von Mercedes-Benz, dem Projektverantwortlichen. Und dieses Auto heißt zwar 300, aber es hat, wie es heute üblich ist, kein 3-Liter-Motor, so war es früher. Es ist ein 2-Liter-Vierzylinder, der zusammen mit einem Elektromotor auf eine Systemleistung von immerhin 313 PS kommt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 236 km/h. Wir sehen hier den Superscreen, hier alles, praktisch drei Screens. Es ist nicht der Hyperscreen. Der Hyperscreen aus der S-Klasse, der ist ja praktisch an einem Stück. Hier ist es praktisch zweigeteilt mit dieser Armaturenbrett-Tachoeinheit, digital natürlich. Hier die Navigation. Und der dritte Screen ist für den Beifahrer. In einer abgespeckteren Version gibt es diesen dritten Screen nicht. Da sitzt da eine schöne Blende. Was noch auffällt, ist hier dieses Ding. Das ist eine Selfie-Kamera. Klingt jetzt lustig, ist aber ganz ernst gemeint, weil mit dieser Kamera können Videokonferenzen gehalten werden. Natürlich nicht während der Fahrt. Aber im Stand und während der Fahrt geht es auch, aber dann wird das Bild nicht gezeigt. Das Auto ist, sagen wir mal so, leicht auf autonomes Fahren vorbereitet. Es kann Level 2, es kann auf der Autobahn selbsttätig den Spurwechsel machen, wenn vor mir ein langsam fahrendes Auto fährt. Das haben wir eben auch schon ausprobiert. Funktioniert sehr gut. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war dann doch die hohe Reichweite, die man hat, wenn man rein elektrisch fährt. Wie schon gesagt, wir sind mehr als 100 Kilometer gefahren und haben auf dieser Strecke nur 2,2 Liter verbraucht. Und das im Prinzip ganz am Schluss, als dann die Batterie, die noch nicht mal ganz voll war beim Losfahren, dann doch irgendwann mal leer war. Ja, und jetzt fahren wir wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und ich verabschiede mich von unseren Viewern und bis es wieder einmal heißt, auf einen Mercedes, BMW, Opel, Ferrari oder irgendein anderes spannendes Auto mit Technik und Motor. Ciao!